Guten Morgen, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, willkommen zum letzten Tag hier im Disneyland Paris. Die Sonne scheint, wir sind gut gelaunt, total müde, aber egal, wir müssen jetzt den letzten Tag hier noch genießen. Haben noch einiges vor. Brina und Angie sind auch wieder mit dabei. Und die Jessie auch. Wollen wir nicht vergessen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg in den Hauptpark zur Extra Magic Hours. Und dann wollen wir nochmal zurück in die Studios und dann wieder zurück in den Hauptpark. Also wieder ein Hin und Her, aber egal. Wir genießen den letzten Tag und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. So, wir haben uns jetzt noch für die Studios zuerst entschieden, weil wir eine Runde Crush fahren wollen. Aber hier läuft die Musik auch, wie ihr hören könnt. Und ich glaube, in der Studios 1 Halle gibt es auch noch ein paar Charaktere, die uns zuwinken werden. Und da sind sie schon, Mickey und Minnie. Wartezeit für Crush zurzeit 15 Minuten. So, wir mussten jetzt gerade bei Crush hier ein bisschen länger warten, da es technische Probleme gab. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier gesessen haben. 15 Minuten, 20 ja. Minuten. Verzögert sich unsere Zeitplanung etwas, aber gut. Dafür können wir nicht. Mit der Dalla s'apprête à vous concocter une petite merveille. Tout le monde peut cuisiner, mais personne ne cuisine comme lui. So, wir waren jetzt gerade bei Ratatouille, Wartezeit 5 Minuten, wir sind aber eigentlich nur durchgelaufen. Die Sonne wird stärker. Ich muss mich jetzt eincremen, sonst kriege ich wieder Sonnenbrand. Und ja, wir sind jetzt gerade in Toy Story Land. Da ist Brina und Angie. Die machen da gerade Bilder. Und ich warte hier und passe auf die Sachen auf. Und dann wollen wir noch den Magic Shot machen bei Ratatouille mit Remy auf der Hand. Und dann wollen wir vielleicht zu Mickey und dem Magician gehen. Oh, ich muss meine Sonnenbrille anziehen, es tut mir leid. Aber dann erkennt man mich immer gar nicht. Mickey und dem Magician und ja, und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Oh, hello! Hi! Hi, Woody! Hi, Jessie! How are you? Like my ears? Four girls! So, wir verlassen jetzt die Walt Disney Studios für heute und für diesen Trip. Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir gehen jetzt in den Hauptpark zurück, weil wir da auch noch einiges erledigen wollen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Ah, sorry, falsche Barrikade. So, jetzt aber. Genau, also. Tschüss. Thank you.
Also ich wollte ja schon die ganze Woche diesen Simba-Sandwich probieren. Jetzt hat es das Cool Post offen, da bekommt ihr den. Für 12,99 € im Menü mit Getränk. Ist natürlich nicht günstig. Aber das werde ich mir dann holen und euch sagen, wie es geschmeckt hat. Und dann holen wir uns noch was anderes. Das zeige ich euch jetzt. Nicht weit vom Cool Post, genau gegenüber vom Hakuna Matata, findet ihr das Café de la Bruce. Da gibt es Chicken Nuggets und endlich, ich hoffe, die Eismaschine ist nicht kaputt, den Mango Whip. Den habe ich auch noch nie probiert. Heute ist Premiere und ich bin sehr gespannt. Und das werden wir auch noch testen heute. Okay, was best? Perfect. Wonderful. Thank you. Thank you. Hi, Tigger. How are you? We are very well. Thank you. So nice to see you here. We saw Winnie Pooh and ER at Central Plaza. Did they forget you? Oh. But you are here. Also wir fahren jetzt eine Runde Small World für Angie. Die Wartezeiten sind heute etwas länger in dem, im Hauptpark. Big Thunder Mountain war 15 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, Small World sieht nach 10 Minuten aus. Also es ist schon etwas voller. Es waren heute auch alle Tickets ausgebucht, die man hätte sich reservieren können für die Parks. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also wenn man jetzt hier, man muss ja dazu sagen, es sind noch Sommerferien. Wenn man hier in den Sommerferien am Wochenende herkommt, vorkehren würde letztes Jahr, wären die Wartezeit bei Big Thunder Mountain über eine Stunde, zwei, Small World bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde. Also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber wir sind jetzt durch die eine Woche hier sehr verwöhnt worden. Schaut mal, heute ist Schneewittchen mit Seppel da anstatt ihrem Prinzen. Wie schön. Ich habe ihn leider noch nie persönlich getroffen. Jetzt ist es zwar von weiter Distanz, aber ich sehe ihn trotzdem. Das ist sehr schön. So wie eben angekündigt, gönnen wir uns jetzt einen Mittagssnack. Das Simba-Sandwich gibt es im Menü mit Chips und einem Kaltgetränk für 12,99 €. Es gibt leider keinen Jahreskartenrabatt. Und die Nuggets gibt es auch noch hier und die haben 7,99 € gekostet, auch ohne Jahreskartenrabatt. Gibt es aber auch im Menü? Gibt es auch im Menü für 12,99 €, so wie der Simba, wie das Simba-Sandwich. Ich finde es schon teuer. Aber wir probieren das jetzt mal und ja, berichten. So, wir haben alles aufgegessen und ja, ich finde es wirklich lecker. Das Sandwich und auch die Nuggets. Aber ist natürlich schon verhältnismäßig sehr teuer. Also 13 € fürs Menü plus dann die Nuggets, 8 € sind wir bei 21. Dafür könnte man schon fast wieder in ein Buffet-Restaurant gehen. Wenn man jetzt noch den Mango Whip sich holt, den wollen wir jetzt auch noch holen, für 5 €. Sind wir fast schon bei einem Plaza Gardens Preis mit Infinity Rabatt. Also das ist schon eine Hausnummer für dich. Da ist er, mein erster Mango Whip für 4,99 €. Und so sieht er aus. So, der Mango Whip ist gegessen. Gefühlt waren die Portionen aber letztes Jahr größer. Ich habe ihn noch nicht gegessen, aber ich habe ihn bei anderen gesehen. Und die Angie hat auch gemeint, dass der letztes Jahr größer war. Naja, also ich muss sagen, er war lecker, aber für 5 € muss ich mir jetzt nicht nochmal holen. So, wir sind jetzt hier noch kurz vor Schluss im Emporium und ich zeige euch jetzt noch ein bisschen, was es hier gibt. Den schwarzen Spirit Jersey. Das habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Thank you.
noch einige der Pins. Wir sagen jetzt tschüss, Main Street. Tschüss, schönes Schloss. Tschüss. Wir gehen nämlich jetzt noch ins Village und wollen Ballon fahren. Und sagen jetzt tschüss zum schönsten Park der Welt. Also ich war ja noch nicht in anderen Disney-Parks, aber für mich ist es bisher der schönste Park der Welt. Und ja, es ist wirklich schade, dass wir jetzt nach Hause fahren. Aber wir waren ja sehr, sehr lange hier. Und es wird wirklich Zeit, nach Hause zu fahren. Wir sind sehr müde, geschafft. Die letzten zwei Tage mit dem heißen Wetter waren wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ich freue mich auf mein eigenes Bett zu Hause. Und hallo. Gute Einfahrt. Danke. Genau. Also wir freuen uns jetzt auf die, also wir freuen uns nicht auf die Heimfahrt, weil die wird, glaube ich, grauenhaft, die 5 Stunden. Sehr anstrengend. Aber irgendwie freue ich mich auch auf zu Hause. Und wer weiß, wann ich hier wieder da bin. Es ist noch nichts geplant. Aber ich hoffe, dass der Jungle Book Drive bald zurückkehrt. Und dann bin ich auch wieder hier. Aber jetzt gehen wir erstmal noch ins Village, weil wir wollen noch mit dem Panorama-Ballon fahren. Und wie das funktioniert, erzähle ich euch dann gleich. Falls ihr euch fragt, wo der Ballon zu finden ist, ihr läuft einfach komplett durch Disney Village durch. Und auf dem Weg zu den Hotels, als würdet ihr zu den Hotels zu Fuß laufen. Und da seht ihr ihn schon. Und da laufen wir jetzt hin. Wenn ihr ein Ticket benötigt, müsst ihr einfach hier an diese Station kommen bei Disney Village. Hier gibt es die Tickets direkt. Erwachsene kostet 15 Euro, Kinder 8 von 3 bis 11 Jahren. Babys sind gratis und es gibt sogar Infinity-Rabatt, also Jahreskartenrabatt. Und da ist der Ballon. Also wir sollen uns an dem Geländer festhalten beim Starten, bei der Landung, uns natürlich jetzt die Hände desinfizieren und die Maske während der Fahrt anlassen. So, wir sind jetzt bereits in der Luft und fliegen hoch. Da ist das Hotel New York. Da rechts das Newport Bay, der Newport Bay Club. Hinten seht ihr den Tower of Terror. Und da ist das Schloss. So, wir sind jetzt ganz oben. Und seht ihr jetzt nicht, weil das hier davor steht, aber ist kein Problem. Ist nicht so schlimm. Ich mache nur ein Video. Da ist der Hyperspace Mountain und ich filme mal über sie drüber. Da ist das Schloss. Oh Gott, jetzt aber wackelig hier. Alter Schwede. Ich hoffe, wir können es erkennen. Da hinten ist das Schloss. Das Klicken ist Jessys Kamera. Alles festhalten. Das ist übrigens der Parkplatz. Sieht man, wie leer er ist. Hier sieht man die Umgebung. Hier soll man auch irgendwo den Eiffelturm sehen, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt. Hier ist das Newport Bay Hotel. Ist auch, der See sieht echt riesig aus. Von hier oben. Also wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Da ist der McDonald's. Yes. Ich bin wieder auf meinem Platz. Und ja, da ist der. Das ist die Aussicht, wenn man nach oben guckt.
So, das war's auch schon. Die Fahrt dauert insgesamt nur 15 Minuten. Und das Problem war, wir standen leider ein bisschen blöd. Wir standen hinten und da man sich ja zurzeit nicht frei bewegen darf, sondern nur in seinen Ecken stehen darf, konnten wir nicht wirklich richtig das Schloss sehen, was schade war. Und also 15 Minuten ist echt kurz, finde ich. Und für den Preis, naja, ich habe es jetzt mal gemacht. Bei schönem Wetter kann man es mal machen, aber wenn man doof steht, dann ja, bringt es leider auch nichts für schöne Bilder. So, unser Aufenthalt neigt sich dem Ende. Wir sind jetzt am Parkplatz, deswegen trage ich keine Maske mehr. Wir stehen in unserem Auto. Alles ist gepackt, wir sind ready für die Heimfahrt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, uns zu begleitet zu haben die letzten 7 Tage. Wir hatten wirklich Spaß. Ich wollte jetzt die Woche nochmal alles Revue passieren lassen in einem Video. Nochmal auf alles eingehen, auch nochmal die Fotospots erklären und nochmal Revue passieren lassen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt jetzt zum Disneyland Paris, schreibt es unten in die Kommentare. Ich nehme sie gerne im Video auf. Es wird halt so eine Art Q&A und nochmal meine Meinung zur aktuellen Situation hier im Disneyland Paris, weil ich finde, es ist immer so schwierig beim Laufen oder wenn man unterwegs ist, vergisst man viel. Ich mache mir zwar immer auch Notizen, was ich sagen will, aber man vergisst es dann doch wieder. Deswegen wird nochmal ein zusammenfassendes Video kommen die nächsten Tage. Es wird auch noch ein Video kommen, wo ich euch Tipps und Tricks gebe zur Corona-Zeit hier im Disneyland Paris. Es wird noch ein komplettes Video zum Explorers Hotel kommen. Also es steht noch einiges an und wann ich das nächste Mal da bin, weiß ich leider nicht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf Instagram. Und ja, wir verabschieden uns jetzt von euch. Au revoir, see you a bientôt. Jessie bringe ich morgen früh zum Bahnhof. Sie fährt nämlich wieder zurück nach Berlin. Sie übernachtet heute nochmal bei mir. Und dann muss ich erstmal entspannen. Lasst mal der Simone ein Like und einen Kommentar und ein Follow da, ja? Abonnement heißt Abonnement. Es bitte auf YouTube. Follower ist Instagram. Ja, also ich bin froh, jetzt ein bisschen zu entspannen zu Hause. Auf mein Bett freue ich mich sehr und auf meinen Freund und einfach zu Hause mal chillen. Und ich verabschiede mich jetzt bei euch. Vielen Dank. Like, Kommentar und Abonnement, wie es Jessie eben schon gesagt hat. Und bis dann.